Ach Leute, wisst ihr, was ich manchmal schade finde? Dass diese ganzen Kamen bei der Spielzeugs nicht in echt funktionieren. Ich meine, wie cool wäre denn das jetzt, wenn ich so machen würde? Und da würde jetzt ein echter Garuda erscheinen. Oh mein Gott, da ist einer! Hey, es hat geklappt! Wow, also, dann drücke ich dir mal den Ring rein, ne? Tja, also wenn du dann schon mal hier passend erschienen bist, dann sollte ich dich auch gleich mal reviewen. Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Toy Review. Heute stelle ich euch, wie heißt eigentlich, heißen sie Magic Beast, Wizard Beast aus Kamen der Bizard vor, und zwar Garuda. Das ist der kleine rote Vogel hier, den kann Wizard rufen, falls er mal Gegner verfolgen will oder als wenn er mal einen kleinen Helfer braucht, der die Gegner erkunden soll. Zu diesem Garuda kriegen wir noch diese Platte hier, aber deren Funktion, die erkläre ich euch später. Also wie gesagt, der kommt aus der Serie Kamen Rider Wizard. Und wie gesagt, ist so ein kleiner Gehilfe. Und die Idee dahinter war ganz cool, diese kleinen Gehilfen. Ich meine, die hatte Fose schon, aber die waren richtig scheiße. Und die hier waren von der Idee her ganz cool, bloß krass umgesetzt waren sie jetzt auch nicht. Aber naja, ist ein nettes kleines Teil. Also einmal kriegen wir halt den Garuda, die Platte, und wir kriegen hier diesen Garuda-Ring hier. Der ist nämlich einer mit LED, den ich euch damals in der Review vorgestellt hatte, der hatte keine. So, genau wie in der See können wir auch ihn an diese Platte ranmachen. Dafür nehmen wir ihn jetzt einmal kurz auseinander. Die Arme ab, die Flügel, das Bein, der Kopf ab, der Ring raus, das Teil und das. Und dann nimmt man diese Platte hier. Und da geht es auch so ein bisschen angedeutet auch, wo das hin soll. Also, du kommst hier hin, du kommst dahin, du kommst hier hin. Man merkt aber, passen die Teile sonst nicht anders und sonst ist auch nicht genug Platz hier auf der Platte. Der Schwanz kommt hier hin, du hier hin und die beiden so. Denn wenn Wizard den ruft, erscheinen die so als Platte, setzen sich zusammen und Wizard setzt dann den Ring ein. Wollen wir ihn wieder zusammenstecken, müssen wir das natürlich alles hier wieder rausnehmen. So, und das ist auch ganz einfach, also dann nimmt den hier. So rum. Da kommt der Kopf drauf. Da kommen die Beine dran, der Schweif, die Flügel kommen hier hinten dran. Und dann kann man hier auf so, einen Knopf drücken und dann schießen so die Flügel nach außen. So, Ring rein, bisschen anwinkeln. Und schon haben wir den kleinen Garuda hier. Ist von der Größe echt cool, ist denke ich auch. Ich glaube, in der See waren sie auch etwa so groß. Und hat auch eine gute Beweglichkeit, also haben wir natürlich dadurch hier den Kopf können wir komplett drehen. Die Flügel, bis auf das Bein hier stört, könnten wir komplett drehen. Genauso wie den hier. Und auch das Bein können wir sehr viel drehen. Naja, und wie gesagt, und was natürlich dazu kommt, dass wir diesen Ring haben, der mit dem Wizard Belt kompatibel ist. So, was? Das ist eine kurze Review, ich weiß, aber ich wollte ihn gerne mal vorstellen. Also, was halte ich denn von den Kleinen hier? Also, ich mag die Idee, dass er halt so eine magischen Tiere ruft mit den Ringen. Aber ich muss sagen, schon bei Double, gut, da waren so eine Detektivhelferlein, aber auch schon bei O's, diese Dosen,
bei Fose dieses Essen und auch hier bei Wizard, das ging alles irgendwie nicht so auf. Es wurde mal benutzt, aber so der Sinn dahinter verschwieg sich mir immer, außer Toys zu verkaufen. Aber es ist ein nettes kleines Teil, schön in der Sammlung zu haben. Alleine wegen dem Ring. Das war übrigens eigentlich der Hauptgrund, wenn man sonst hat man die Gashapon-Variante sich geholt, ohne LED. Aber gibt es auch ganz viele. Unicorn, Kraken, also eine Menge. Aber okay, gut. Ja, das war diese kleine Review zum Garuda. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Jaro 1992. Bis dann und ciao.